Alf, das vierte Jahr. Alf erwachte an diesem Morgen aus einem unruhigen Schlaf. Es quälte ihn ein immer wiederkehrender Traum, hier im fünften Jahr seiner Gefangenschaft auf der Burg Behrum. Er konnte von hier aus nicht den Lauf des Mondes beobachten, aber er nahm an, dass dieser Traum ihn besonders in Vollmondnächten in Unruhe während des Schlafes versetzte. In so einer qualvollen Nacht beschloss er, ich habe es satt. Dieser schier um sich selbst drehende Traum ist eine erfolglose Unternehmung. Ich trotze dem Traum und öffne jetzt die Augen, und er tut sie auf. Der Traum war fiktiv. Obwohl Alf schon ähnliche Situationen mit seinem Vater erlebt hatte, handelte es sich bei den Geschehnissen um nichts, was er schon wirklich erlebt hatte. Inhalt dieses Traums ist immer wieder, dass Alf mit seinem Vater und der für einen Raubzug nötigen Gefolgschaft auf ein kleines Dorf traf und alles niederbrannte, ohne Rücksicht auf Frau, Kind oder Mann. Bis auf die Kirche. In der Endsequenz dieses Nachtgespinstes kommt dann dieser Gang, völlig aus dem Zusammenhang der Umgebung des niederbrennenden Dorfes gerissen. Ein steinerner Gang, welchen er nur allzu gut von den Besuchen des Osnabrücker Domes kennt, und es huschen verschwommene Bilder von den Pestklappern an ihm vorüber. Aus dem Dorf heraus, von einer schreienden Frau, welche über Raub ihres Hab und Gutes klagt. Vor ihrem Wehklagen flüchtend steht Alf plötzlich in dieser schmalen, steinernen Gasse, begleitet von einem Traum nicht hörbaren, jedoch trotzdem gegenwärtigen, hölzernen, knarrigen Klang. Es eilt ihm ein Grüppchen pestbefallener Menschen entgegen, heftig lärmend mit den Pestrasseln, die Entgegenkommenden warnen sollen. Der Gang endet plötzlich vor ihm, aber zurück kann er auch nicht, und so endet der Traum immer wieder mit dem Erwachen aus dieser Ausweglosigkeit. Graf Alf in Neuenburg, das fünfte Jahr. Diese Art Träume setzten zu einer Zeit ein, in der Alf überhaupt erst klar wurde, dass es noch eine andere Sichtweise auf die Geschehnisse der Menschen gab, nämlich die derer, welche vom Volk her jetzt seine Wächter waren. Als Sprössling der alten Adelsfamilie mit mächtigen Verbündeten hatte er die Welt bisher nur aus dem Blickwinkel seines Vaters gesehen. Doch als sensibler Mensch, der er nun mal war, und vor allen Dingen als Mann von Adel, hatte er immer schon Hemmungen gehabt, dieses oder jenes gut zu heißen, von dem sein Vater aufgrund seines einfach gestrickten Gemütes überzeugt war. Die Welt und die Bestrebungen seines Vaters waren mit ebenso einfachen Worten zusammenzufassen, schwarz und weiß, katholisch und reformistisch, Adel und Nicht-Adel. Nun, nach Kennenlernen des niederen Volkes, nach langen Jahren der Einsamkeit hier in der Gefangenschaft der Burg, in der sein einziger Kontakt, der zu den früheren mutmaßlichen Feinden ist, wurde seine Sichtweise eine wahrhaft zweiäugige, eine gewissermaßen stereotypische Sicht, eine Sicht mit unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Welt besteht nicht nur aus seiner Familie, und das war ihm plötzlich ganz klar. Vor allem das ostfriesische Volk und die Hanseaten sind vielleicht gar nicht so hinterlistig und gemein, wie es ihm immer erzählt worden ist, sondern fühlende und sehende Wesen, mit eigenen Schicksalen, Glück und Leid. Hier hinter der Grenze seines bisherigen Universums leben fühlende und sehende Wesen, dessen war er sich plötzlich ganz sicher. Alfs Ende. An diesem kalten Wintertag, kurz oberhalb der Nullgrenze, bildete der Kriegstross einen sich langsam aus der armseligen Stadt entrollenden, gewundenen Schlauch. Eigenartig lebendig, gleich der empfahlen sich erhebenden Tag einer stumpfglänzenden, schwerfälligen Schlange. Nur widerwillig weicht die Dunkelheit dem durchdringenden Morgenlicht. Die wenigen kahlen Bäume dieser norddeutschen Landschaft geben kaum Widerhall vom Klang des Geklirrs der Rüstungen, des Geschnaufes der Pferde, dem Getrappel des Fußvolkes. Graf Alf sitzt heute wieder hoch zu Ross, zusammen mit den anderen blaublütigen Reitern und bildet den Kopf des Kriegswurmes. Er ist hier als einer der lebendigen Aushängeschilder dieses Unterfangens. Allein durch seinen adeligen Stand und des zur Schau getragenen Namens seines Rast- und ruhelosen Vaters, welcher in diesen Zeiten vielerorts durch Taten und Untaten bekannt war. In Geschichtsbüchern, so dachte er, wird später als erstes sein Name Alf genannt werden. In Gutem wie auch im Schlechten, wenn es darum geht, gehobenen Namen dieses Kriegstages zu nennen. Sie für die Nachwelt aufzubewahren. Die Bauernschaft der Dithmarscher, so hörte man, bereitet nun schon von langer Hand diesem hohen Besuch ein besonderes Geschenk vor, welches feucht, nass und kalt ist. Sie wollen sich einen Spaß bereiten, der keinen Rang kennt.
Diese aus vielen Mann bestehende Schlange, deren Kopf die hohe adlige Ritterschaft mit ihren Knappen bildete, hatte an diesem nasskalten Februarmorgen ein ungutes Gefühl, vor allem in Anbetracht der schmalen Wege, die mit so vielen Mann beschritten werden mussten. Aber so genau könnte das keiner von ihnen beschreiben. Was bleibt, ist das undefinierbare Gefühl eines nahenden Unheils, das sich über ihnen zusammenbraut. Sie werden später erfahren, dass diese Vorahnung richtig war, denn andernorts in der Nähe wird ein Seel angestochen. Das Land war an diesem 17. Februar 1500 öde, matschig und durch den fehlenden Frost durchweicht, und auch die Kleidung unter den schabenden und knirschenden Rüstungen der hohen Herren des Kriegszuges war klamm und kalt. Man traute den Dithmarschern nicht. Jedermann im Tross hatte schon von ihnen gehört. Schon lange vor dieser bevorstehenden Schlacht. Nein, man traute ihnen nicht. Alf von Oldenburg fragte sich, wer von uns hat denn schon wirklich Blutdurst? Man tat es eben, weil es so üblich war. Man wollte dabei sein. Denn weder der Adlige, hoch zu Ross, noch der einfache Recke mit schlechtem Schuhwerk, beide kannten keine Alternative zu dieser Aufgabe, deren Erfüllung zudem noch mit der Beteiligung an der Kriegsbeute lockte. 20 Jahre in Freiheit und zurück im alten Adelskostüm hatten aus Alf alle Träume von friedlichem Miteinander verscheucht. Die Kontemplation der Burg Behrum schien weit entfernt und unwiederbringlich zu sein, zerbohrte da und dort ein Traum im alten Kostüm, aber es war niemals mehr als ein Nachtmahr und vorbei. So wie die Nacht zurücktritt, wenn der Tag kommt. Doch heute ist ein besonderer Tag, der Tag, an dem sich zeigt, dass eigene Erfahrung doch zählt. Vorüber waren die Tage der Behrum-Erkenntnisse. Die Söhne folgen den Spuren der Väter, sind geleitet von deren Lebensweisheit, mag diese auch noch so simpel gestrickt sein. Und das Schicksal, welches sich oft erst in den letzten Stunden des Lebens zu erkennen gibt, holt letzten Endes Väter wie Söhne ein und wiegt am Ende aus. Dieses Schicksal trifft an jenem seltsamen, nebligen Morgen an der Küste des Schleswig-Holsteins auf Adolf, Graf von Oldenburg, auch Alf genannt, der in den letzten 20 Jahren seine auf Burg Behrum gewonnenen Kenntnisse wieder seinem Vater untergeordnet hat. Er fühlte sich seinem Vater gegenüber in der Schuld, denn er hatte ihn dagegen hohes Lösegeld sowie Grund und Boden aus der Gefangenschaft freigekauft. Die zurückliegenden Erkenntnisse, welche Ralf in Gestalt von gutmütigen bäuerlichen Wachen zur Zeit seiner Gefangenschaft in Behrum entgegentraten, diese Bilder, Träume und persönlichen Erkenntnisse hatten sich im Schoße der Familie bald wieder aufgelöst und der alte Adel schoss Alf wieder ins Blut. Um des Vaters Ehre entschloss er sich, an den Kämpfen um die Vorherrschaft des Adels in der norddeutschen Region teilzunehmen und dem Namen Oldenburg Ehre zu machen. Zweifelhafte Ehre, dachte er sich heute an diesem kalten Wintertag inmitten dieses Lindwurms der Knechtung und Vernichtung. Alf ist sich zudem bewusst, auch die Schwarze Garde würde an diesem Kriegstag mit von der Partie sein, jene zur damaligen Zeit auf das Niederzwingen von aufrührigen Bauernschaften spezialisierte Armee. Das Wasser kommt. Nachdem die Dithmarscher das herannahende Heer mit Kanonenseifen stoppen konnten, abgeschossen von einer für diesen Kriegsfall abgebauten Schanze, und der Vormarsch immer schwieriger wurde, steigt nur noch zu einem Unglück des einfallenden Heeres der Grundwasserspiegel. Der Boden wird zu Morast und die Felder durchziehenden Entwässerungsgräben werden für Pferd und Reiter zu schwer überwindenden Hindernissen. Die Dithmarscher greifen immer wieder stoßweise an. Geschickt überspringen sie die Wassergräben mit überlangen Speeren, um diese dann sogleich in den Leib des Gegners zu bohren. Der Angreifer ist fassungslos. Nachdem sie die Bodentruppen besiegt haben und die Befehlshaber von den Dithmarschern eingekreist waren, fällt nun der Führer des Heeres, der Sage nach umhüllt von einem vom Himmel gefallenen dänischen Wimpel, von vielen Speeren durchbohrt und begräbt damit einen Heldentraum, dem der Unbesiegbarkeit. Alf ist zusammen mit drei seiner Gefährten eingekreist, und diesmal sieht er in den Augen des Bauernvolkes kein noch so winziges Erbarmen, denn diese wissen ja, mit wem er sich auf diesem Felde verbündet hat. Nackt. Die Schlacht ist zu Ende. Alf liegt nun schon seit einer Woche seiner Rüstung, seiner Kleidung und seiner Habseligkeiten beraubt, nackt und von grauem, nun angetrockneten Schlamm überzogen, zusammen mit den anderen erschlagenen oder erstochenen Kriegskumpanen in einer flachen Pfütze. Die Bauern haben sie an den Oberkörpern mit einem Strick zusammengezurrt, damit die vier nicht umfallen. Vom Himmel aus gesehen bilden sie ein Kreuz, mit ihren rechtwinklig ausgestreckten Beinen. Ein Mahnmal auf Zeit, bis das Zerfall dieser menschlichen Überreste beseitigt. Die Dithmarscher statuieren ein Exempel. Einzelne Möwen sind heute am achten Tag die einzigen Zeugen dieser tristen Szenerie. Es sind hungrige Betrachter und später stellen sie mit den verbliebenen Resten dieses Gemetzels allerlei Schabernack an. Sie werden nicht vertrieben. Es braucht viel Zeit, bis endlich Frieden Einzug hält.